Die Männer sind guter Dinge. Nach vorn! Lasst mich diesen Ort bewachen. Geht es in die Schlacht? Ihr seid mein Gebieter, Herr. Die Geschichte wartet. Gebt uns nur ein Ziel. Bogenschützen unterwegs. Marschieren wir? Mein nobler... Obwohl, eigentlich ist es gar nicht lustig, es ist einfach nur noch traurig. Dass wirklich jeder versucht, sich hier ein Stück vom Kuchen abzuschneiden, obwohl es ihm gar nicht zusteht. Wie oft bitte, Sire? Aale und Gänse fehlen. Wein läuft sehr gut. Wir können jetzt Auflage machen, immerhin schon. Schwein läuft nicht so gut, aber es ist okay, dann haben wir auf jeden Fall schon mal fast alles. Fehlen bloß noch die Fischteiche. Die können wir uns aber auch relativ schnell holen dann. Und dieser... Was bekümmert euch, Sire? Reitet los! Länderei gibt es nichts zu essen, das ist sehr schlecht. Ja, darum hauen die auch alle ab. Will ich aber auch. Problem ist, diese Ländereien kriegt man nicht mehr in den Griff. So schnell. Unser beider Schicksal ist eines. Treibt die Pferde an! Augen auf, Männer! Unsere Werkzeuge sind bereit. Galoppiert! Euer Zeichen, Sire. Man hat halt nur für keine Steuern den Vorteil und ansonsten sind die sehr unglücklich. 62, ja. Die ist auch schon am Abkippen. Mein Schwert ist das eure. Ich folge eurem Banner. Kann ich die von hier unten töten? Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Ich glaub's nämlich fast. Stehen zur Verfügung. Wie steht's eigentlich um ihn hier? Sir Cray scheint auch ziemlich am Ende zu sein. Ja, dann knallen wir ihn von hier unten ab. Ist auch okay. Der Falke verdient es nicht anders. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Bogenschützen, bereit machen. Wir sind eure Leute. So, das können wir dann auch verteidigen. Das wird ganz gut. Ich muss mich dann aber tatsächlich... Der Hammer macht gar nicht solche Probleme, wie mir auffällt. Das ist wirklich nur Olaf. Olaf ist wirklich... Er ist wirklich ein Berserker. Anders kann man es nicht ausdrücken. Oh, und die haben die Stunde fast voll. Relativ wenig Ehre. Achso, fürs nächste. Oh, wird das ein Angriff? Ja, greift der etwa auch den... Die sind doch ein Team gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Die waren ein Team und die waren ein Team. Ach, oh, wahrscheinlich waren es gar nicht die. Oh doch, die greifen die Arbeit an. Hä? Die waren doch ein Team? Oder habe ich das vergessen? Vielleicht habe ich es auch vergessen. Ich hätte aber schwören können, dass die ein Team waren. Aber das in den anderen Spielen nicht auch? So, sobald es ja alles weg ist, haben wir wieder Platz. Wenn ich der wäre, ich würde einfach mal reingehen. Oh nein, das kann nicht sein. Ich muss aber auch sagen, er hat eine recht beschissene Position gehabt. Unsere Truppen werden angegriffen. Auf die Plätze, Männer. Reitet los. Gebt uns etwas zu tun. Also wenn er wirklich hier... Er hat wirklich die schlechteste Position von allen mitgehabt.
Wählt die Güter aus. Das Essen haben sie. Euer Gnaden? Eure treuen Bogenschützen. Sagt nur, was ich tun soll. Geht es in die Schlacht? Ihr seid mein Absitzen. Gebieter, Herr. Marsch! Die Geschichte wartet. Absitzen. Nehmt euch mal alle mit. Und los! Ehrlich gesagt, ich könnte mir ein paar neue Ritter holen. Marschieren wir? Mein nobler Herr. Halt. Aufsitzen. Ich habe gesagt, halt. Aufsitzen. Okay. Was bekümmert euch, Sire? Wir sind einsatzbereit. Die Bogenschützen müssten die ja alle aufhalten eigentlich. Wie kommen wir da am besten rein? Einfach alles zerschießen. Brechen auf! Und darf ich eigentlich... Unser beider Schicksal ist eines. Mein Schwert ist das eure. My Lord? Okay, die Waffen kamen halt nicht so viel aus. Baumeister zu Dienst. Baumeisterabteilung zieht los. Vorrücken! Ich folge eurem Banner. Irgendwie kriegen wir da schon. Brauchen bloß ein Loch rein. Sagt nur, was ich tun soll. Wir müssen halt die Schatzkammer erstmal loswerden. Dann ist dem halt so. Ah ja, Black Dragon spielt Fallout Shelter. Hallo Black Dragon. Vielleicht treffen wir gleich die noch ein bisschen. Ah ja, nö, irgendwie zur Stimme bloß da hinten alles. So, meine Stunde ist schon mal voll. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Ach, diese Mauern halt, das Ding hält echt viel aus. Ich treffe aber auch nicht richtig. Sieht man direkt da drauf. Nein! Ihr Idioten! Lass mich diesen Ort bewachen! Reiter! Reiter oder Reiter? Jetzt weiter treffe ich wieder meine eigenen hier. Wie lautet der Plan? Macht sie kaputt, Mensch! Da gibt den Geld. Die halten gut durch, finde ich. Ein Schatzmeister hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Stehen zur Verfügung. Mein nobler Herr. Gebt uns etwas zu tun. Du bist echt kacke. Okay. Abmarsch. Ja, Sire. Wir könnten eigentlich hier hintergehen. Da haben wir ein bisschen Feuerschutz. Das wäre vielleicht taktisch klüger. Sehr gut. Wir sind einsatzbereit. Ist auch noch einer. Vorwärts! Ja, irgendwann schießen die. Ach, ich glaube, die versuchen sie noch zu treffen. My Lord, genau nach. Wir müssen auf jeden Fall da rein. Ich muss nur da rein, der Rest ist unwichtig. Was bekümmert euch, Sire? Gehen los! Also, schwer gepanzerte Einheiten mit Pfeil und Bogen zu bekämpfen, ist echt keine gute Idee. Hat man jetzt ganz gut gesehen, wie lange das dauert. Da brauchen wir schon recht viele. Unser beider Schicksal ist eines. Nach vorn!
ist das eure. Halten wir hier die Stellung. Ich folge eurem Banner. Ach, da ist er ja. Ich wollte gerade sagen, wo ist er denn hin? Ja, die Schwertkämpfer haben gegen Ritter halt auch nicht wirklich eine Chance. Unsere Truppen werden angegriffen. Die haben schon Pfeil- und Bogenunterstützung. Sag nur, was ich tun soll. Ich werde die schnellste Schlacht sein, die ich je geschlagen habe. Braucht ihr etwas? Brücken. Ach ja, ich kann ja Rinder werfen. Das mache ich noch nie. Einfach mal reinschießen. Irgendwas wird schon getroffen. Geht es in die Schlacht? In Ehren scheide ich dahin. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Ort bekannt. Sag doch, irgendwas wird schon getroffen. Wenn es nur zufällig ist, man trifft. Die Geschichte wartet. Marschieren wir? Treibt die Pferde an! Ich werde allerdings noch mehr Bogenschützen brauchen. Oh, ich habe kein Geld mehr. Okay. Er hat wahrscheinlich schon gesagt, dass ich keinen Platz mehr habe, oder? Mal gucken, wenn die Nahrung jetzt hier überall noch einigermaßen in Ordnung ist, dann klappt das auch mit der Versorgung. Gut, hier brauche ich mich auch nicht sorgen. Das ist auch gut. Wie steht's hier? Okay, wir haben anscheinend eine perfekt funktionierende Wirtschaft schon mal. Jetzt haben wir hier alles drin. Das läuft auch ganz gut. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Boah, Herr. Kommt auch richtig, richtig Geld rein. Mein nobler Herr. Was bekümmert euch, Sire? Galoppiert! Tja, dass wir immer noch nicht die 4-Tage-Woche haben. Oh, eine 4-Tage-Woche ist echt schön. Hat man so viel mehr Freizeit. Für die Leute, die sich das leisten können, macht es. Es ist wirklich lohnenswert. Wählt die Güter aus. Wählt die Menge aus. Die Güter sind auf dem Weg, my lord. So, dein Job wird das werden. Die Güter sind auf dem Weg, my lord. Wählt die Güter aus. Ich bringe aus irgendeinem Grund Äpfel runter. Wählt die Güter Stein. Aus. Wählt die Güter aus. Äpfel, aber eigentlich hättest du wählt die Menge sowas aus. Bringen sollen. Die Güter sind auf dem Weg, my lord. Das Volk liebt euch, Sire. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Ehre, damit kann ich echt gut arbeiten, denke ich. Die Bauern haben gut zu essen, Sire. Das gereicht euch wahrlich an Ehre. Waffen benötigt, Sire. Wir kämpfen tapfer. Über Berg und Tal. So, jetzt können wir eigentlich mehr Ritter machen, aber ich sehe gerade, wir haben andere Probleme. Kann ich auch hier bauen? Oh ja, dafür. Dafür ist die Landschaft hier eigentlich auch ganz gut. Sehr gut. Es müsste auf jeden Fall Ehre bringen. Es sei denn, das ist jetzt auch wieder kaputt. Aber es scheint zu funktionieren.
Nein, dieses Land scheint wirklich kaputt zu sein. Denn ich krieg die Ehre nicht. Ich hätte es vielleicht vorher mal ausprobieren sollen. Dieses Land ist verbuggt. Also, es könnte sein, dass euch das auch trifft, wenn ihr diese Karte spielt. Also einfach mal gucken. Oh, das war unklug. Unsere Nahrungsvorräte schwinden, mein Herr. Ehrlich gesagt. Unsere Nahrungsvorräte gehen zu. Wir nehmen mal normale Ration. Und hier. Passt schon. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Ja, mein Gott, dafür hätten sie vorher extra Rationen. Unser beider Schicksal ist eins. Aber ich habe tatsächlich lieber normale Rationen als teilweise gar nichts zu essen. Die Vorräte unseres Kornspeichers wachsen, Sire. Was machst denn du hier? Eure Rationen sind in Ordnung. Aber das ist doch schon alles. Nicht gut, nicht schlecht, nur in Ordnung. Oder Meckerfritze. Das Volk liebt euch, Sire. Was kommt hier eigentlich rüber? Wählt die Güter. Ach ja, Holz. Und wie steht's denn hier? Wählt die Menge aus. Wählt das Ziel aus. Einfach ein bisschen Käse rüber schaffen. Das ist blöd. Die ist wirklich kaputt, die Länderei. Damit kann man nicht arbeiten. Mein Schwert ist das eure. Von einem Festmahl kann ich mir 3 Ritter leisten. Ich folge eurem Banner. Das sollte aber eigentlich auch reichen. Ich habe hier 12 Stück. Nur, was ich tun soll. So viel brauche ich gar nicht. Geht es in die Schlacht? Wie lautet der Plan? Wir sind bereit. In Bewegung. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Bogenschützen, vorbereiten. Hol dich mal die den da. Die Geschichte wartet. Ja, Sire. Wir bewegen uns. Und ich würde sagen, dann können wir gleich angreifen. Marschieren wir? Reitet los! Unsere Truppen werden angegriffen. Naja, wir haben auf jeden Fall die Material übermacht. Mein nobler Herr, treib die Pferde an! Da bin ich mir ziemlich sicher. Unsere Sehnen sind gewachst. Was bekümmert euch, Sire? Okay, anlocken ist auch eine gute Idee. Galoppiert! Unser beider Schicksal ist eines. Kann man hier durchreiten? Ist eigentlich auch egal. Gebt uns nur ein Ziel. Ah doch, können wir. Super. Dann können sie nämlich ihre Äxte kaum einsetzen. Zumindest anfangs nicht. Bis es zu spät ist. Also, mit Rittern haut man sich so schnell durch Feinde. Mein Schwert ist das eure. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Reiten wir. Reitet los. Halten wir hier die Stellung. Ich würde sagen, als erstes ist Olaf dran. Treibt die Pferde an. Gehen in Stellung. Ich folge eurem Banner. Weil der macht am meisten Probleme. Es wäre besser gewesen, wenn der hier oben irgendwo gewesen wäre. Wäre auch schlechter. Aber an und für sich ist es tatsächlich besser, wenn man den schnell los wird. Olaf ist einfach mit seinen Berserkern und seinen Axtwerfern mega stark. Und das merkt man auch. Oh, der hat Lanzenkämpfer. Oh mein Gott. Reitet los! Schieß sie lieber auf die Bauern als auf die Feinde hier. Das ist doch schon Klappspaten, ey. Sagt nur, was ich tun soll.
verlieren zwar langsam. Bogenschützen, bereit machen. Die Reiter, aber es ist okay. Ihr seid mein Gebieter. Die Geschichte wartet. Ich glaube, das war's mit Olaf. Gegen Pferde scheinen sie recht effektiv zu sein, aber gegen Soldaten, gegen die reinen Schwertkämpfer, dann ist nicht mehr so. Oh, Olaf wird auch beschossen. Ah, dann kann ich nicht. Ist es auch meins? Ja. Also, eigentlich gar nicht so blöd gelöst. Im Grunde, wenn die einmal erobert sind, können die nicht mehr ohne Herr sein, die Ländereien. Wir sind eure Leute. Bogenschützen unterwegs. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Treibt die Pferde an! Das wären aber noch mehr Bogenschützen. Unser beider Schicksal ist ein. Oh, sind zwei Schwertkämpfer. Die müssen wir trotzdem schaffen. Ich lasse mal stehen. Wir können es uns leisten. Eure treuen Bogenschützen. Augen auf, Männer. Ziehen los. Mein Schwert ist das eure. Und los! So, wir bräuchten noch so ein Ding. Unsere Werkzeuge sind bereit. Ziehen jetzt los! Ich folge eurem Banner. Ich glaube, ich brauche das nicht mehr. Ich kann ihn wahrscheinlich von hier unten töten. Sagt nur, was ich tun soll. Unsere Truppen werden angegriffen. Ja, das schaffen wir, sind bloß Lanzenkämpfer. Die sind im Nahkampf nicht unbedingt viel, viel stärker als die Bogenschützen, wenn ich ehrlich bin. Die haben zwar mehr Angriff, aber die halten nicht lang aus. Ja, den machen wir schon vorher kaputt, glaube ich. Ich glaube, der hat keinen. Der Hammer. Der hat keinen wirklichen. Ja, mir fällt der Begriff nicht ein. Kein Anrecht. Aber einen ehrenhaften Tod, aber wir gewähren es ihm trotzdem. Noch einen Stein, dann reicht's. Unsere Bögen werden singen. Bewegen uns! Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Wenn ich wieder alle gegen mich gesetzt hätte, das hätte nicht geklappt. Oder die unteren drei, das wäre noch möglich gewesen. Drei von unten gegen den Rest von oben. Vielleicht bei der nächsten Karte wieder. Ich gebe auf. Die Krone. Juhu. So, das war Let's Play Stronghold 2 für heute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und ja, ich weiß, ich habe schon. Das nächste Let's Play ist eigentlich schon wieder durch. Habe ich schon abgeschlossen. Bisschen peinlich schon, aber egal. Also, bis zum nächsten Mal. Es kommen noch ein paar Folgen von Stronghold 2. Macht's gut. Bye, Leute.